Hallo, liebe Sternzeichen-Jungfrau. Ich mache heute deine Legung für den Januar 2021. Ich hoffe, du hast einen super Start ins neue Jahr und ich fange jetzt auch direkt an, deine Karten zu mischen zu dem Thema, wie sieht deine nächste Beziehung aus? Wie wird dein nächster Partner, deine nächste Partnerin sein? Was erwartet dich in deiner nächsten Beziehung, liebe Sternzeichen-Jungfrau? Bei mir läuft das Ganze so ab, dass ich einfach mische zu einer bestimmten Frage und dann sehe, welche Karten sich offenbaren. Die Karten, die herausfallen und sich aufdecken oder die sich während des Mischens umdrehen, das sind Karten, die gesehen werden wollen, weil sie eine wichtige Nachricht an dich haben. Bisher haben wir hier die Five of Wands, die Fünf der Stäbe und die Lovers. Und das sieht schon mal sehr, wie soll ich sagen, sehr leidenschaftlich aus. Nicht nur, weil die Stäbe generell für Leidenschaft stehen oder für Kreativität, für Feuer, sondern auch, weil die Five of Wands, die Fünf der Stäbe, die kann für Konflikt irgendwo stehen, für Streitigkeiten, dafür, dass eine Entscheidung irgendwo getroffen werden muss. Dann haben wir die Lovers, die Liebenden, die natürlich für Liebe, für Leidenschaft stehen, dafür, dass einfach hier eine Verbindung vorhanden ist, bei dir und deiner Person, mit der du deine nächste Beziehung haben wirst. Ich kann mir vorstellen, dass diese Person, mit der du es zu tun hast, sehr erfolgreich ist. Wir haben hier den King of Coins, den König der Münzen. Das ist jemand, der sehr erfolgreich ist, jemand, der vielleicht auch irgendwo eine Führungsperson im beruflichen Sinne ist, jemand, der charismatisch ist, der genügend finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Also was das angeht, dürfte, denke ich mal, alles in Ordnung sein. Ich glaube aber, dass es jemand ist, mit dem du vielleicht ab und zu mal ein bisschen streiten wirst. Aber wie soll ich sagen, es. Okay, bei mir kommt das Gefühl auf, dass es hier niemanden gibt, der irgendwo böse Absichten hat oder sonst was. Nein, ich glaube, ihr seid beide einfach sehr emotional in diese Beziehung investiert. Ihr habt beide starke Gefühle füreinander. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass ihr vielleicht deshalb ab und zu mal einfach, wie soll ich sagen, Unsicherheiten habt, weil ihr nicht verletzt werden wollt. Und das Ganze drückt sich dann halt in kleinen Konflikten aus. Alles in allem würde ich aber sagen, das ist nichts, was sich irgendwie negativ auf eure Beziehung auswirkt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, manchmal bringen diese kleinen Streitigkeiten oder Diskussionen einfach nochmal erneut hervor, wie stark ihr füreinander empfindet, dass euch wirklich was an der Beziehung liegt, weil egal wie viel ihr streitet, ihr rafft euch immer wieder zusammen und sorgt dafür, dass das Ganze am Leben erhalten wird, sage ich mal. Mit der Weltkarte hier kann ich mir auch vorstellen, dass ihr wirklich eine lange Zeit miteinander verbringen werdet, weil die Welt steht im Prinzip oftmals dafür, dass man wirklich eine Reise durchmacht zusammen. Dass ihr miteinander durch dick und dünn geht, durch schwierige Zeiten mit Konflikten, aber dafür auch durch Zeiten der Liebe, der Leidenschaft, des Zusammenhalts. Ich glaube, ihr werdet das alles zusammen erleben. Alles, was eben zu so einer Beziehung dazugehört. Mich würde es nicht wundern, wenn die Person, mit der du deine nächste Beziehung eingehst, wenn das entweder Sternzeichen Zwilling ist, weil dafür können die Lovers stehen, oder aber es ist jemand, der zum Element Erde gehört, also Sternzeichen Jungfrau, Stier oder Steinbock. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie dem auch sei, das sehe ich hier, weil wir mehrere Münzen haben und die Münzen stehen eben für das Element Erde. Ich glaube, diese Person, mit der du es zu tun hast, ist, wie gesagt, sehr ehrgeizig, sehr erfolgreich im Beruf. Das ist jemand, der Wert auf Stabilität legt, auf irgendwo eine stabile Grundlage, sage ich mal,
auf praktische Dinge einfach. Ich kann mir vorstellen, dass diese Person auch viel Wert auf sein oder ihr Aussehen und Gesundheit legt. Ich glaube, das ist jemand, der wirklich auch viel Sport macht, sich gesund ernährt und so weiter. Das Gefühl kommt bei mir auf. Ich glaube, diese Person ist wirklich sehr erfolgreich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Mensch diesen Erfolg mit dir teilt oder, sage ich mal, auch finanzielles mit dir teilt. Diese Person kann ich mir vorstellen, ist jemand, der gerne Geschenke macht, jemand, der dich gerne wirklich auch mal überrascht oder auf schöne Dates einlädt oder wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass es mit euch sehr ausgewogen ist. Ja, ihr habt manchmal Konflikte, aber ich glaube, ihr merkt immer wieder, dass ihr, sag ich mal, beide füreinander starke Gefühle habt und dass es nichts Einseitiges ist. Ihr könnt euch vertrauen und ja, ihr habt manchmal Uneinigkeiten oder ähnliches, aber letzten Endes könnt ihr immer darauf vertrauen, dass ihr euch wieder zusammenrauft und dass ihr einen Weg findet gemeinsam. Das sehe ich hier gerade mit der Nine of Wands. Ich glaube definitiv, dass ihr immer für alles eine Lösung findet. Ich werde jetzt noch für jede dieser Karten eine Karte zur Erklärung dazulegen. Was hat die Five of Wands hier zu bedeuten? Was bedeutet die Fünf der Stäbe für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Hier sind im Prinzip zwei Karten rausgekommen. Deshalb lege ich jetzt einfach mal beide dazu. Einen Moment, ich muss das hier gerade mal ordnen. Wir haben die Ace of Materials, also das Ass der Münzen. Und was noch? Die Two of Voices. Für die Five of Wands als Erklärung. Oder ich muss mal gerade mal schauen. Ja, Five of Wands stimmt schon. Hier haben wir noch die Two of Voices, was für einen Konflikt steht, dafür, dass eine Entscheidung definitiv getroffen werden muss. Ich habe das Gefühl, dass einer von euch beiden eine Entscheidung zwischen zwei Personen, sage ich mal, treffen muss. Das kann sein, dass du, sage ich mal, dich bewusst erstmal für diesen Menschen entscheiden musst. Es kann sein, dass deine Person sich erstmal bewusst für dich entscheiden muss. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang eine schwierige Entscheidung ist. Weil bei euch definitiv die Leidenschaft, die Liebe da ist. Hier mit den Lovers sehe ich das auf jeden Fall. Und diese Entscheidung geht auf jeden Fall zugunsten dieser Beziehung, fällt sie aus. Weil wir haben hier das Ace of Materials, die Asse stehen generell für einen Neuanfang und ich denke hier eben für den Anfang von eurer Beziehung. Und am Anfang dieser Beziehung steht eben diese Entscheidung. Jemand entscheidet sich hier bewusst für diese Beziehung. Ich glaube, ja, also entweder kann es sein, dass hier jemand noch in einer anderen Beziehung steckt. Es kann auch sein, dass sich jemand, sag ich mal, am Anfang noch ein bisschen unsicher ist, ob das wirklich der richtige Weg hier mit dieser Person ist, weil die Gefühle sind da. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht deine Person wirklich sehr karriereorientiert ist und sich vielleicht die Frage stellt, ob es richtig ist, sich auf dich einzulassen, weil, wie gesagt, viele finanzielle oder Karriereziele auch hier irgendwo mitschwingen. Vielleicht hat diese Person Angst, irgendwie diese Gefühle zu dir zuzulassen oder sich einzugestehen, dass da mehr zwischen euch beiden ist. Aber dieser Mensch wird sich definitiv für dich entscheiden. Oder andersrum, wie gesagt, es kann auch so sein, dass du dich erstmal bewusst für diese Person entscheiden musst. Dass du sagen musst, okay, ich gehe diesen Weg mit diesem Menschen, aber ich sehe, wer auch immer von euch beiden es ist, letzten Endes werdet ihr euch füreinander entscheiden. Für diese Beziehung, für diesen Anfang zusammen, was ich sehr, sehr schön finde. Upsala. Lass mich doch erstmal die Frage stellen. Was hat die Lovers-Karte hier zu bedeuten? Was bedeuten die Lovers, die Liebenden, für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau?
Okay, hier haben wir den Emperor, den Herrscher. Kann Sternzeichen Widder sein, muss aber nicht. Was ich hier einfach sehe, ist, dass diese Beziehung von Erfolg gekrönt ist. Der Emperor, der Herrscher, steht für Erfolg, für Autorität, für Macht. Ich kann mir vorstellen, dass der manchmal so ein bisschen irgendwo, wie soll ich sagen, solche Arten Machtspielchen spielt innerhalb der Beziehung. Bei mir kommt nicht das Gefühl rüber, dass es irgendwas Ungesundes ist. Ich meine, es gibt viele Menschen, die, sag ich mal, vielleicht manipulativ sind und wo das Ganze wirklich auch nicht gesund für die Beziehung ist, natürlich solche Spielchen zu spielen. Aber bei euch habe ich das Gefühl, es sind, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ihr habt manchmal solche Machtspielchen, wo ihr einfach euch gegenseitig neckt, wo ihr gegenseitig einfach so ein bisschen frech seid dem anderen gegenüber. Aber ihr wisst beide, dass es im Prinzip nur Spaß ist. Ihr wisst beide, am Ende des Tages respektiert und liebt ihr euch. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr einfach, wie soll ich sagen? Vielleicht seht ihr euch auch gegenseitig irgendwo als Ansporn, im Leben weiterzukommen, weil ihr dem Partner, der Partnerin irgendwo beweisen wollt, so, hey, bei mir läuft alles super, ich bin der Emperor, ich bin der Herrscher. Was ich hier einfach sagen will, ist, dass diese Beziehung sehr, sehr leidenschaftlich ist und sehr erfolgreich auch laufen wird den Großteil der Zeit. Ich denke, ihr seid so ein wirklich richtiges Power-Couple einfach. So ein Pärchen, was immer voller Kraft und Motivation und Leidenschaft ist. Ich habe definitiv das Gefühl, dass diese Gefühle zu jedem Zeitpunkt eurer Beziehung vorhanden sind und stark sind. Und ihr sorgt dafür, dass dieses Feuer einfach am Lodern bleibt. Was hat der King of Coins hier zu bedeuten? Was bedeutet der König der Münzen für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Four of Materials. Die vier der Materialien. Quasi wieder die Münzen. Die kommen echt oft hier vor. Also ja, entweder ist deine Person auch ein Erdsternzeichen. Oder aber es ist hier so, dass du viel Einfluss hast, dass deine Person auch sehr viel Wert auf Karriere und so weiter legt. Ich glaube, diese Person arbeitet wirklich sehr hart an seinen oder ihren Zielen. Und ich sehe hier einfach auch, dass diese Person bemüht ist, sage ich mal, ein solides Fundament hier aufzubauen mit dir. Dass das Ganze auch irgendwo stabil ist mit dir. Ich kann mir vorstellen, dass diese Person wirklich niemand ist, der irgendwie Lust auf kurzfristige Beziehungen oder Abenteuer hat. Ich glaube, das ist jemand, der sich gemeinsam mit dir was aufbauen möchte, der gemeinsame Visionen für die Zukunft mit dir entwickeln möchte. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Person, sage ich mal, alte Zweifel oder Ängste loslässt. Was Beziehungen und was Gefühle angeht. Ich glaube, verleihst dieser Person einfach das Gefühl, dass er oder sie sich auf dich einlassen kann und dass diese Person keine Angst zu haben braucht, dass diese Person nicht zu zweifeln braucht an deinen Gefühlen für ihn oder sie. Was hat die Weltkarte hier zu bedeuten? Was bedeutet die Weltkarte für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Da hat sich doch was umgedreht. Ja, die Sonne, wow. Die Welt und die Sonne zusammen. Ich habe wirklich das Gefühl, ihr seid wie füreinander geschaffen. Und auch hier sehe ich, die Sonne steht für das Sternzeichen Löwe so ein bisschen oder generell für dieses Feuer, sage ich mal. Ihr habt einfach sehr, sehr starke Gefühle füreinander. Hier mit den Lovers, mit der Sonne, mit der Weltkarte. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ihr eine sehr, sehr starke Verbindung habt. Und wenn es nicht so wäre, dann hätte sich diese Person wahrscheinlich nicht auf dich eingelassen oder du hättest dich nicht für diese Person entschieden. Aber ihr werdet euch füreinander entscheiden, weil diese Gefühle einfach nicht zu leugnen sind. Und die würden auch nicht so schnell weggehen. Ihr merkt es einfach, wenn ihr beieinander seid. Ihr gebt euch diese Wärme, diese Liebe, diese Leidenschaft. Also bei mir kommt gerade ein wirklich sehr schönes
warmes Gefühl, so ein bisschen auch dieses Kribbeln oder Aufgeregtsein rüber. Super, super schön. Ihr bringt euch gegenseitig zum Strahlen. Ja. Mit der Weltkarte kann es auch dafür stehen, dass ihr vielleicht ein bisschen Distanz zueinander habt in manchen Phasen eurer Beziehung. Manchmal kann es dafür stehen, dass ihr vielleicht, sage ich mal, nicht so nah beieinander wohnt und euch deshalb nicht so oft sehen könnt. Ich habe das Gefühl, bei eurer Beziehung liegt es vielleicht eher daran, dass ihr manchmal, wie soll ich sagen, nicht euren Freiraum braucht. Oh, wie erkläre ich das jetzt? Wie beschreibe ich jetzt dieses Gefühl? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einer von euch beiden oder beide sogar, dass ihr, sag ich mal, oft Familie besucht, die woanders wohnt, oder Freunde besucht, die woanders wohnen, oder vielleicht auch beruflich reist oder irgendwas. Und dass ihr dadurch manchmal irgendwo Phasen habt, wo ihr euch nicht so oft seht. Ich glaube aber, dass es danach jedes Mal umso leidenschaftlicher ist, wenn ihr euch wieder seht, wenn ihr euch wieder in den Armen habt. Bei euch ist es so ein bisschen Ebbe- und Flutmäßig, aber nicht von euren Gefühlen her. Die sind konstant füreinander da. Das will ich nur betonen. Es ist auch nicht so, dass ihr wirklich Freiraum voneinander braucht, aber es gibt immer wieder Situationen innerhalb eurer Beziehung, wo ihr einfach quasi gezwungenermaßen nicht so viel Zeit miteinander verbringen könnt. Aber das ist definitiv nichts Schlechtes, weil, wie gesagt, dadurch bleibt diese Aufregung, sage ich mal, vorhanden. Dadurch freut ihr euch umso mehr, wenn ihr euch dann wieder sehen könnt. Und ihr wisst auch, dass ihr einander vertrauen könnt, dass diese Phasen, wo ihr nicht so viel Zeit miteinander verbringt, dass das eurer Beziehung keinen Abbruch tut, weil ja, dieses Feuer ist einfach immer vorhanden bei euch beiden. Was bedeutet die Two of Coins? Was bedeutet die Zwei der Münzen für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Was bedeutet die Two of Coins, die Zwei der Münzen für die nächste Beziehung von der Jungfrau? Okay, da haben wir die Hanged Muse. Die Gehängte im Prinzip. Was haben diese beiden Karten hier zu bedeuten? Was bedeutet die Hanged Muse im Zusammenhang mit der Two of Coins? Was bedeutet die Gehängte im Zusammenhang mit der Zwei der Münzen für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Was bedeutet die Hanged Muse hier mit der Two of Coins für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Hier fliegen die Karten, aber jetzt haben wir die Ace of Emotions. Okay. Ich habe das Gefühl, dass es eine Phase in eurer Beziehung gibt, wo einer von euch beiden das nächste Level erreichen möchte. Wo einer von euch beiden zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, sag ich mal, gerne heiraten möchte. Es kann ja auch um Zusammenziehen gehen, es kann ja auch um Kinder gehen, es kann hier darum gehen, sag ich mal, irgendwas anderes zu teilen oder einfach, sag ich mal, sich weiter zu öffnen. Was auch immer es ist, ich glaube, einer von euch beiden wünscht sich das schon relativ früh. Und um die Harmonie beizubehalten, hält diese Person sich irgendwo zurück. Diese Person teilt diesen Wunsch vielleicht nicht direkt mit, habe ich das Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel direkt nach, keine Ahnung, ein paar Monaten, wo ihr euch kennt, ist einer von euch beiden sich schon sehr, sehr sicher, dass die andere Person der Mensch ist, den er oder sie heiraten möchte.
Und aber diese Person wird es noch nicht mitteilen oder wird hier nicht irgendwie in Aktion treten oder so, weil die Zeit dafür noch nicht da ist. Aber ja, ich sehe hier mit dem Ass der Gefühle, der Emotionen definitiv, dass irgendjemand zu einem Zeitpunkt der Beziehung sich so sicher ist, dass er oder sie sich keine andere Zukunft mehr vorstellen kann, keine Zukunft mehr vorstellen kann ohne diese Person. Und diese Person hier entwickelt dann zu diesem Zeitpunkt neue Visionen für eure Zukunft, neue Ziele und Wünsche für eure Zukunft. Aber ich glaube nicht, dass da großartig viel Kommunikation stattfinden wird. Ich glaube, diese Person hält sich mit diesen Wünschen erstmal zurück, bis er oder sie das Gefühl hat, dass der Partner, die Partnerin genauso weit ist und bereit ist, solche Gespräche zu führen. Bereit ist für tatsächlich hier ein Angebot. Was bedeutet die Ten of Coins? Was bedeutet die 10 der Münzen für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Okay. Die Seven of Inspiration. Interessant. Was hat die Seven of Inspirations hier mit den Ten of Coins zu tun? Was hat die Ten of Coins mit der Seven of Inspiration zu tun? Für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau. Was bedeuten diese beiden Karten hier gemeinsam? Was hat die 7 der Inspiration mit der 10 der Münzen zu bedeuten für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Was bedeuten diese beiden Karten hier? Okay, News of Voices. Ja, ich habe das Gefühl, dass hier jemand sich irgendwo durchsetzt, was sein oder ihr Selbstwertgefühl angeht. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es hier jemanden gibt, der sehr beschützerisch irgendwo ist. Dass es hier jemanden gibt, der. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eher die männliche Person in der Beziehung sein will, falls es einen männlichen Part in der Beziehung gibt. Und dass diese Person sehr diesen Beschützerinstinkt einfach hat. Und wenn die, sage ich mal, weibliche Seite irgendwo angegriffen oder kritisiert wird, habe ich das Gefühl, kommt diese Person und sagt, nee, nee, niemand kritisiert meinen Partner, meine Partnerin. Niemand redet schlecht über meine Partnerin. Also falls es hier einen weiblichen Part gibt, wie gesagt, die Konstellationen in Beziehungen können ganz, ganz unterschiedlich sein, aber ich sehe definitiv, dass jemand in der Beziehung auch bereit ist, seinen Partner zu verteidigen. Ich kann mir vorstellen, dass deine Person hier jemand ist, der schon diesen Erfolg hat. Und diese Person hat ein sehr starkes Selbstbewusstsein, glaube ich definitiv. Diese Person weiß, was er oder sie leistet. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Person weiß, was du leistest im beruflichen Sinne. Du hast vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit, die er oder sie hier hat, aber diese Person will dir einfach helfen, dich in der Welt zu beweisen und anderen Menschen zu beweisen, was du alles drauf hast. Und wenn irgendjemand dir Unrecht tut oder dich schlecht behandelt, dann tritt diese Person für dich ein. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt, sag ich mal, die Familie oder der Freundeskreis von dieser Person irgendwas gegen diese Beziehung hat oder gegen eine Person in der Beziehung hat, dann wird dieser Mensch da nicht einfach daneben stehen und sagen, ja, vielleicht habt ihr ja recht,
sondern diese Person wird sagen, interessiert mich nicht, was ihr zu sagen habt, ich werde für immer mit dieser Person zusammen sein, diese Energie kommt bei mir gerade rüber. Und das ist was wirklich, wirklich Starkes. Eure Verbindung ist so stark, dass ihr, sag ich mal, gemeinsam gegen den Rest der Welt irgendwo antreten könnt. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall sein muss, dass ihr euch nicht gegen irgendjemanden durchsetzen müsst. Aber wenn es dazu kommen sollte, dann ist hier jemand wirklich bereit dafür. Genau. Ja. Schön. Ziemlich schön. Ich glaube, ihr habt eine super starke Verbindung. Wow. Was bedeutet die Nine of Wands? Was bedeutet die Neun der Stäbe für das Sternzeichen Jungfrau und seine oder ihre nächste Beziehung? Was bedeutet die Nine of Wands, die Neun der Stäbe? Okay, nochmal die Lovers, nochmal die Liebenden. Oh mein Gott. Wir hatten die doch eben schon. Wow. Ja, ihr seid definitiv bereit, füreinander zu kämpfen, euch nicht unterkriegen zu lassen, sei es von anderen Menschen, sei es von euren eigenen kleinen Problemen und Hürden manchmal. Ihr gehört definitiv zusammen. Zweimal die Liebenden. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist super, super schön. Was hat die Three of Swords hier zu bedeuten? Was bedeutet die Drei der Schwerter für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Was bedeutet die Drei der Schwerter für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Was hat die Three of Swords, die Drei der Schwerter hier zu bedeuten für die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau? Eine Karte zur Erklärung der Three of Swords, der Drei der Schwerter bitte in Bezug auf die nächste Beziehung vom Sternzeichen Jungfrau. Warum dauert das jetzt so lange? Okay, an dieser Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, wenn deine Legung nicht mit dir resoniert, dann bist du herzlich dazu eingeladen, dir die Videos von deinen anderen Sternzeichen anzusehen. Also insgesamt würde ich dir raten, dir die Videos von deinem Sonnenmond- und Aszendentensternzeichen anzusehen. Manchmal haben die anderen Sternzeichen, die du eben hast, bessere Nachrichten für dich, passendere Nachrichten. Das sind hier ja auch allgemeine Legungen, die nicht immer zu 100% mit jedem Zuschauer resonieren können, weil einfach eine große Menge an Menschen hier, sag ich mal, angesprochen wird. Also ja, wenn es nicht mit dir resoniert, ist das ganz normal. Und dann, wie gesagt, kannst du dir nochmal die anderen Videos anschauen, die du auf meinem Channel findest oder auch von anderen YouTubern, wie auch immer, das ist im Prinzip egal, aber du solltest dich nicht dazu drängen, sag ich mal, hier irgendwelche Nachrichten zu akzeptieren, die überhaupt nicht für dich gedacht sind. Oftmals werden immer einfach andere Menschen angesprochen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mit der Three of Swords und der Eight of Voices kann ich mir vorstellen, dass irgendwie passt das gar nicht so ins Bild. Ich habe das Gefühl, hier geht es um diese Vision, diese Vorstellung von einer Beziehung, die hier irgendjemand hat. Irgendjemand hat das Gefühl, dass es nicht weitergeht, so wie es sein sollte. Irgendjemand hat Visionen und hat aber Angst, dass der Partner, die Partnerin das nicht genauso sieht oder nicht dieselben Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft hat. Ich weiß nicht genau, worum geht's hier. Was hat die Eight of Voices mit der Three of Swords zu bedeuten? Was haben diese beiden Karten zu bedeuten? Nine of Materials. Die Neun der Münzen. So viele Münzen. So viele Karrierekarten. Ich kann es nicht so ganz deuten. Ich werde einfach noch mehr Karten ziehen. Ist mir jetzt auch egal. Six of Inspiration.
Ja, ich glaube, irgendjemand hat hier Angst, seine Wünsche oder Vorstellungen zu teilen mit dieser Person, weil die Gefühle einfach so stark sind, dass dieser Mensch hier Angst vor Zurückweisung hat. Dieser Mensch hat Angst davor, dass die Person doch nicht dieselben Vorstellungen und Wünsche hat. Und ja, hier scheint es um was wirklich Wichtiges zu gehen, wirklich Ziele oder Wünsche, wo man keine Kompromisse schließen kann. Und deshalb habe ich das Gefühl, scheut sich hier jemand wirklich eine Langeweile davor, wirklich zu sagen, wie er oder sie fühlt oder was er oder sie sich von einer gemeinsamen Zukunft erhofft. Wenn hier wirklich ein Gespräch gesucht wird, ich kann mir vorstellen, dass sich dann herausstellen wird, dass die Person, die andere Person tatsächlich genau dieselben Wünsche oder Vorstellungen hat und bereit ist, das mit dir einzugehen. Ich glaube, es wird sehr viel Überwindung erfordern. Ich weiß nicht, warum eine Person hier irgendwo Zweifel hat oder Angst hat, sich zu öffnen, was diese gemeinsamen Ziele angeht. Weil, wie gesagt, wir haben hier zweimal die Liebenden, wir haben die Welt, die Sonne, das Ast der Emotionen. Was willst du noch mehr haben? Hier der Herrscher. Es ist klar, dass das mit euch funktioniert. Es ist klar, dass ihr Gefühle füreinander habt und dass ihr eine lange Zeit miteinander verbringen werdet. Ich weiß nicht genau, warum irgendjemand das Gefühl hat, seine oder ihre Wünsche nicht deutlich ausdrücken zu können. Oder warum er oder sie das Gefühl hat, dass die andere Person vielleicht andere Vorstellungen hat. Aber letzten Endes, wenn ihr darüber redet, wird sich herausstellen, dass ihr tatsächlich genau dasselbe wollt. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass es hier am Anfang bei irgendjemandem noch Zweifel gab. Am Anfang war sich irgendjemand noch nicht ganz sicher, musste erst eine Entscheidung treffen. Und ich kann mir vorstellen, dass die andere Person, die davon weiß, dass die andere Person deshalb irgendwo Angst hat, dass diese Person sich wieder gegen jemanden entscheiden könnte und diesmal gegen diesen Partner, diese Partnerin oder dass sich der Partner, die Partnerin doch nicht so sicher ist. Aber ich finde es verrückt, sowas auch nur zu denken, wenn man hier diese anderen Karten betrachtet. Siehst du, wie diese Person für dich kämpft und für dich einsteht und dich verteidigt gegenüber allen anderen Menschen? Würde er oder sie bestimmt nicht machen, wenn du nur ein Flirt wärst, oder? Vielleicht ist es auch die andere Person, die Zweifel hat, die andere Person, die Angst hat, seine oder ihre Gefühle zu zeigen oder seine oder ihre Wünsche zu äußern dir gegenüber. Aber wer auch immer es von euch beiden ist, diese Ängste werden sich auflösen. Diese Zweifel oder Verwirrung wird sich auflösen, wenn ihr miteinander redet, wenn ihr miteinander kommuniziert. Aber alles in allem, diese Karten sind unglaublich stark, eure Gefühle füreinander werden unglaublich stark sein. Diese Verbindung findet man selten, so wie man das hier sieht in dieser Legung für euch beide. Definitiv. Wenn ihr euch füreinander entscheidet, kommt jede Menge Liebe und Leidenschaft auf euch zu und ihr werdet eine super schöne und auch lange Zeit miteinander verbringen, habe ich das Gefühl. Deshalb, ja, ich hoffe, diese Legung hat dir gefallen, liebe Jungfrau. Wenn ja, dann lass gerne ein Like da. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist.